So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, wir sind jetzt, wie es aussieht, auf der Umgehungskarte. Ja, es ist keine Umgehungsstraße, es ist eine Umgehungskarte. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach den Zahnrädern der Zeit, um sie in den Zeitraum zu setzen, damit wir die Zukunft retten können. Und das Ganze tun wir mit Reptane. Ja, Reptane ist jetzt gut. Für alle Leute, die die letzten 10 Parts vergessen haben oder nicht eingeschaltet haben, Leute, guckt euch die Parts an, dann werdet ihr die ganze Story verstehen. Es war ein kompletter Plot-Twist, sozusagen. Ja, von daher, machen wir weiter. Von hier aus, nun vermutlich liegt der Untergrundsee am nächsten. Wie wäre es mit dem Schemengehölz? Dort habe ich damals mein erstes Zahnrad der Zeit bekommen. Wo liegt das? Hier. Oh, ein Wald. Es ist etwas weit von hier, aber dort passt niemand wie Self auf das Zahnrad der Zeit auf. Super! Wenn wir wegen eines Zahnrads der Zeit mit jemandem kämpfen würden, könnte das Aufmerksamkeit erregen. Aber hier müssten wir das nicht befürchten, richtig? Genau. Schlaue Sache. Wir switchen mal wieder die Umgebung. Das wäre geregelt. Dann gehen wir dorthin. Zum Schemengehölz. Alter, das sieht geil aus. Und die Musik. Oh, Leute. Gänsehaut-Action. Das ist der. Das ist der Eingang zum Schemengehölz. Oh. Was ist los, Reptane? Es liegt anders. Es liegt anders als damals. Irgendwas in der Luft. Nein. Ja, das bilde ich mir eh nur ein. Wir gehen rein, wenn ihr bereit seid. Oh, Leute, die Musik, ey. Ich habe diesen Dungeon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Hallo, Kangama-Statue. Wir müssen etwas lagern. Und zwar Krims und Krams. Krims und Krams, Krims und Krams. Ein Apfel bleiben wir, plosiv bleiben wir. Blauen wir nicht, brauchen wir. Ja, das reicht. Damit haben wir gut was gelagert. Wir haben kaum Belebersamen. Das ist echt heftig. So, wir gehen in den Schemengehölz und suchen ein Zahnrad der Zeit. Und Leute, ich glaube... Alter, der Dungeon sieht geil aus. Sieht aus wie so ein... Hier könnte am Ende echt so ein Pokémon wie Celebi oder Shaman. Schemengehölz, Shaman. Das wäre echt witzig, wenn das hier drin jetzt leben würde. Aber egal. Ich weiß es nicht. Ich habe hier noch wieder ein paar Arsfragen, die ich vielleicht beantworten könnte. Und ja, ich glaube, das werden wir auch nebenbei machen, Leute. Deswegen, ich habe mir gedacht, das kommt eigentlich ganz gut so zwischendurch. Ein Traslar und ein Kadabra. Und ein Crunch! Beste Kombi ever. Hallo Kadabra, wie wär's mit einem Knirscher ins Gesicht? Zack, ein Taubsamen und eine hübsche Box. Ja, ich muss das Geräusch immer noch machen. Und zwar, die erste Frage, die ich bekommen habe, beziehungsweise die ich jetzt lese, ist: Hast du schon ein Team für OR geplant? Für Omega Rubin? Und für alle Leute, die das Let's Play gucken wollen oder schon gespannt sind darauf, weil es wird ja mit Facecam und mit Rahmen gemacht werden, so wie ihr abgestimmt habt im Vlog heute. Also, wo der Part, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, wie weit ich ungefähr voraus aufgenommen habe. Wenn ihr den Part jetzt seht, dann habe ich gerade den Vlog hochgeladen. Ja. Ich weiß, ich habe die Treppe schon gesehen, aber ich will noch ein bisschen durchstreifen, weil ich gerade merke... Alter, Psychokinese. Ne, Psychoklinge war das. Ja, geil aus, ey. Weil ich noch ein paar EP sammeln möchte. Und wir kriegen gar nicht so viele EP, sehe ich gerade. Da gab es schon so ein paar... Okay, es hat sich verwandelt in eine Sonnenform. Und es brennt, ey. Boah, Darky, du hast es gegrillt, ey. Du heftiger Affe, du, ey. Du heftiger Affe, du. Und zwar, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen voraus aufgenommen bei dem Projekt hier. Bei den anderen noch nicht so krass, aber nur bei dem hier. Weil es ist einfach ein Projekt, wo ich einfach das krass machen kann. Deswegen, nimmt es nicht zu Herzen. Deswegen, ich will dieses Projekt eigentlich so schnell wie möglich aufnehmen. Weil es macht einfach zu viel Spaß, um es einfach so, hey, ich nehme nur einen Part pro Tag auf. Nein, Leute, ich nehme hiervon so viel Parts wie möglich auf, weil es einfach ein mega geiles Projekt ist. Ganz ehrlich, ey. Also, PMD. Es gucken zwar nicht viele Leute, ist ganz ehrlich. Es gucken zwar... Vielleicht so 300, 400 Leute weniger wie bei mein So Silver oder bei mein Smash Brothers, aber... Oh, ein Hundemann wieder. Aber das Ding ist einfach, es macht mir am meisten Spaß eigentlich, weil ich hier abschalten kann. Ich bin hier nicht so freaky-meaky, ich bin hier einfach mal ganz ruhig gechillt.
und habe hier einfach mal ein schönes Oldtimer-Game, was ich als Kind geliebt habe. Und das beruhigt mich und das entspannt mich richtig und das lässt mich richtig so abchillen, wisst ihr? Und deswegen kann ich auch hier solche schönen Fragen mal beantworten für die ganzen VIP-Abonnenten, die eben auch alles gucken. Und die wissen dann eben schon ein bisschen mehr als die Leute, die warten müssen, bis das Spiel draußen ist, bis ich mein Let's Play starte. Die können sich schon so ein paar Gedanken machen, können wir mir ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Ich lese ja die Kommentare und dann werde ich das ja in den nächsten Parts dann wieder so verfolgen, wieder so schreiben, ein bisschen sagen können, so hey, ja, dies, das, Ananas und ja. Ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine, deswegen. Und ja, mein Team für Omega Rubin steht noch nicht. Aber ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, so hey, welche Pokémon kann es da geben? Aber das Ding ist, Leute, einfach, ihr kennt mich. Ihr wisst ganz genau, wie ich manchmal reagiere. Wenn da ein süßes Pikachu um die Ecke kommt, da kann ich nicht anders, als es zu fangen. Und selbst wenn es nicht geplant ist, ich bin nicht wie jeder Let's Player. Es gibt viele Let's Player, es gibt tausende Let's Player, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin was Besonderes, aber ich bin was Besonderes, ganz ehrlich, weil ich bin nicht so jemand, der sein ganzes Projekt schon von vorne bis hinten geplant hat, bevor er es überhaupt nicht mehr hochgeladen hat, sondern bevor er es aufgenommen hat. Es gibt ja Abonnenten, es gibt sogar YouTuber, die kaufen sich Omega Rubin, Alpha Sapphire, haben das ganze Team schon fertig, haben schon Thumbnails fertig, haben schon das fertig, haben schon das fertig. Ich bin in dem Sinne sehr spontan. Oder die laden das Projekt hoch und haben das ganze, also laden den ersten Part hoch und haben das Projekt schon zu Ende. Da gibt es auch ganz viele YouTuber, Leute, also die das Projekt, die das Spiel zum Beispiel schon vor Release haben und solche Aktionen machen einfach. Die einfach sagen, hey, ich habe das Spiel schon durch und oh mein Gott, ich bin gleich tot. Scheiße. Das war doof, Ducky. Greif bitte mit was Normalem an. Greif bitte mit was Normalem an! Okay, Leute. Neuer Plan. Sinelbeere. Für mich. Also, es gibt Abonnenten. Es gibt YouTuber, die einfach ein FP hochladen und dann sagen, hey, schreibt mir in die Kommentare, bla bla bla, und dabei haben sie das Projekt schon zum Beispiel komplett fertig. Wie gesagt, es gibt solche Leute. Und das finde ich eigentlich schade, wenn man sowas dann sagt und wenn man auf seine Community so eingeht, aber es nicht kann, weil man, wie gesagt, schon fertig ist damit. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Das gibt es auch 1000 YouTuber, Leute. Und ja, wie gesagt, ich finde das ein bisschen schade einfach. Es gibt da einfach so ein paar. Und ich bin dann einfach ganz anders. Ich bin nicht durchgeplant wie sonst was. Ich bin jemand, ich werde zwar bei Omega Rubin und Alpha Sapphire mehrere Parts pro Tag wahrscheinlich rausknallen. Das Ding ist einfach, weil es wird jeder machen. Es wird jeder machen. Jeder wird seine 3 bis 4 Parts Omega Rubin, Alpha Sapphire pro Tag raushauen, weil ihr wisst, wie es läuft bei Release-Projekten, Leute. Und wenn da Leute noch meine LPs gucken wollen, dann muss ich da ein bisschen mitziehen einfach. Es ist einfach so. Es ist bei jedem Release-Projekt so, falls ihr es bemerkt habt. Ich mache es eigentlich sowas nicht. Aber bei so einem neuen Pokémon-Spiel werde ich das wahrscheinlich wohl machen. Ich werde mich da bemühen, das Spiel vorher zu haben, so um die ganzen Aufnahmen schon mal alles fertig zu haben, sodass ich alles noch freischalten muss. Also die ersten 4, 5 Parten sowas. Dass ich dann ruhig und gechillt euch die Parts so schnell wie möglich geben kann. So. Das sind zum Beispiel solche Informationen, die nicht jeder weiß. Und die eben nicht jeder Abonnent sofort mitbekommt. Die meisten, die jetzt zum Beispiel jetzt die PMD gucken, wissen jetzt zum Beispiel, ah, Zero wird also am Tag des Release so und so viele Parts hochladen. Und warum? Genau deswegen. Genau, die können schon mal drauf eingehen. Und deswegen finde ich einfach PMD so geil. Ich kann über alles reden, was ich will, weil es einfach, ich will nicht sagen, langweilig ist. Oh mein Gott, wir sind alle verwirrt. Volnona. Es boostet sich auch noch hoch, ey. Zwar nur physisch, aber hey. Ducky, mach was. Sollst du es bitte töten? Jawohl, Laubklinge ins Face, Alter. Nee, PMD ist einfach ein Chiller-Projekt, meiner Ansicht nach. Also ich kann hier reden, über was ich will, über Themen, wie ich will, weil es ist einfach so ein... Ich laufe durch die Gegend und mache irgendwas. In dem Fall klopfen wir wohl nur noch kaputt und wollen den Dungeon, beziehungsweise das Schemengehölz beenden. Und es war eine Duftfalle und es kam nichts. Da war's, das war nur mal Glück. Und ein Orb. Oh, ein Hornweisel, verdammt. Beißen wir es kaputt. 400 EP, das sind die EP-Monster in diesem Dungeon. Okay, die müssen wir auf jeden Fall alle erledigen. Bams. Gib mir deine EP, du Honig, Bienenkönigin. Und ja, wie gesagt, mein Team steht noch nicht fest. Ich werde die Pokémon ins Team nehmen, die mir über den Weg laufen. Mein Starter-Pokémon habe ich schon verraten. Es wird Hydropi sein, aber mehr weiß ich echt noch nicht, Leute. Ich habe echt noch keine Ahnung.
Energieball. Jawollo, das ist eine schöne VM. TM. VM, das laber ich, ey. TM. Schöne 80er Pflanzen-Move. Hornweise wieder. Ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es machen werde, aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, einen Taubsin ziehen, weil Tauboga, beziehungsweise Tauboss bekommt ja eine Mega-Entwicklung in der Edition. Und da habe ich schon sehr Bock drauf, so einen Mega-Tauboss im Team zu haben später, ja, so. Das wird bestimmt mega geil, also. Aber sonst weiß ich echt noch nichts, Leute. Wie gesagt, es ist keine Naslog. Viele wollen auch nicht, dass es eine Naslog wird. Und ich werde es wahrscheinlich auch keine Naslog machen. Ich werde wahrscheinlich irgendein anderes Projekt nebenbei laufen lassen. Die Pokémon Wundertausch Naslog werde ich machen, nebenbei. Aber so wie ich es wahrscheinlich machen werde, nicht so wie anderes gemacht haben. Weil, ja, wie soll ich es beschreiben? Ich finde einfach, dass Leute es falsch oder anders gemacht haben. Ich finde es aber so, wie ich es machen werde, besser. Weil viele haben auch in die Kommentare geschrieben unter dem Vlog gerade. Ja, Zero, es kann sehr schnell langweilig werden, wenn du scheiß Pokémon bekommst. Du bist nur am Leveln und bla, bli, blub. Und ja, das stimmt wiederum. Ich bin wahrscheinlich dann nur am Leveln. Das wäre sehr dreckig. Deswegen habe ich das Ganze mal so überdacht, wie wir das machen. Das Voting ist noch nicht beendet. Noch könnt ihr auch für Blue Kaizo stimmen oder sonstiges. Also ich, wenn ihr den Part seht, dann ist das Voting eh schon vorbei. Also chillt euer Leben bis dahin. Aber so grob meine ich jetzt erstmal, ne? Ich muss mir da schon irgendwas einfallen lassen bei den jeweiligen Projekten. Und ja, wir werden sehen, Leute, was passiert, beziehungsweise wie ich... Oh, nochmal ein Hornweise. Zah! Oh, verdammt, das war bad. Aber Darky klärt. Läuft bei uns. Noch ein bisschen Geld eingesackt. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Und das Schemgehölz ist ziemlich, ziemlich lang, ey. Und ich kann mal die nächste Arschball reinklatschen, glaube ich. Kannst du mal Fantasy Live Let's Playen? Ich glaube nicht. Nein. Ich habe das Spiel zwar angeguckt und bin jetzt nicht so der... Alter, wir haben keine Moves mehr, ey. Schade. Wo ist mein Top-Elixier? Ich habe das Spiel angeguckt und fand es jetzt... Es war so Harvest Moon-artig, fand ich. Also, ob es jetzt irgendwie noch viel anders ist, weiß ich nicht. Sah auf jeden Fall so ähnlich aus. Ich habe es bei Shadi gesehen, ich habe es bei Matt gesehen und ja, das reicht eigentlich, habe ich mir gedacht. Falls es doch irgendwas total Geiles ist, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare nochmal schreiben. Wie gesagt, ich habe jetzt einen groben Einblick nur davon bekommen und fand es jetzt auch nicht so geil. Deswegen also jetzt nicht so geil, dass ich jetzt sagen muss, oh mein Gott, ich muss es LPen. Deswegen dafür haben wir schon LPs gehabt wie Rune Factory Ocean oder sonstiges, was über 60, 70 Parts ging. Und ich denke, das hat auch gereicht dieses Jahr für so ein Let's Play. Also jetzt in Anführungsstrichen so ein Let's Play meine ich jetzt mit so einem Open World Let's Play, wo ich jetzt Tiere fütter, eine Farm mir aufzüchte, mit Leuten rede und sowas eben. Ich finde, das reicht einmal im Jahr so völlig ganz so ein Mega-Projekt, was wir jetzt auch mehrere Parts durchgezogen haben. Und wenn er eine Attacke kommt, irgendwie Temp-Reap. Feuerwirbel. Ist das OP in der Gen? Don't know, guy, don't know. Glaubt man nicht. Vielleicht kann der Gegner nicht weglaufen. Egal, ich mach's einfach mal weg. Wir haben einen guten Move-Pool bei Darky, von daher läuft. Warum mache ich Ladevorgang jetzt? Das war ein bisschen dämlich. Egal, ich mach mit Donnerzahn, weil wenn wir schon Ladevorgang machen, dann können wir auch, ne, Donner-Move machen, um es überhaupt zu nutzen. Nochmal Donnerzahn. Schön Damage reingedrückt. Na, coole Box. Gedankengut, er boostet sich hoch, aber schade, Guy, Knischer ins Gesicht. Shazam. Und nochmal ein Knischer ins Gesicht, ey. Ich sag euch, wir leveln hier des Todes, ey. Die Killer geben auch gute EP, genau wie die Hornweisel. Aber die Kadabra und Simsalas, die enttäuschen mich ganz schön. Und Absorber macht so viel Schaden, ey. Das ist einfach mega krass, ey. Das wundert mich. Laubklinge. Ah, OP Guy. Obwohl, es ist ein Simsala. Simsala hat kaum KP. Und Def. Von daher, das kann, glaube ich, sogar ein Raupi mit Fadenschuss so klatschen. Ah, so ein starkes Simsala. Simsala in einer Megaform habe ich noch nie gehabt oder noch nie gesehen irgendwie oder noch nie gegen gespielt, ey. Das wäre mal geil für meine Wi-Fi-Battles. Ja, Leute, ich werde Wi-Fi-Battles machen. Das haben die Leute wahrscheinlich, das haben schon Leute im Vlog gesehen, dass ich am Pokémon züchten bin. Und die meisten Leute haben sich ziemlich darüber gefreut.
Ich mache das nebenbei, ich mache es jetzt nicht auf Zwang. So, oh mein Gott, ich muss ganz schnell die Pokémon züchten. Ich habe auch einen Kumpel in Real Life, der mir dabei ein bisschen hilft. Der züchtet mir die Pokémon, der hat so ein perfektes Mega-Shiny-Detour aus Japan sich irgendwie per Global Trade Station geholt und tauscht jetzt immer ganz andere Pokémon rum, dass er die Pokémon bekommt, die er haben will. Und dann bekomme ich immer die Klone davon. Also, was heißt Klone? Er macht sich mehrere Eier und wenn die Pokémon alle DV-Werte haben und wenn er die öfter hat, dann kriege ich die sozusagen noch. Ist jetzt unsere Abmachung so, die wir gemacht haben, einfach so just for fun. Deswegen, und so kriege ich meine Wi-Fi-Pokémon zusammen. Deswegen, ich habe noch ein paar auf meiner Edition gehabt, aber... Hoppala, ja Leute, das ist ein bisschen uncut, die PMD-Parts, ich weiß. Ich drehe die... Alter, verbrenn mich nicht, Darky. Chill mal dein Leben, Bruder. Hat er mich im Visier? Der Darky visiert irgendwie, keine Ahnung, eine Mücke an oder sowas. Keine Ahnung, was er abfackeln will. Oh, Junge. Dein Ernst, komm, Reptain. Mach Funkensprung. Ruckzucki oder sonstiges. Und, Darky wird sterben. Darky wird mir den letzten Belebersam rauchen, glaube ich, wollte ich gerade sagen. Danke, Reptain, dankeschön. Und damit, Leute, werde ich auch erstmal den Part für heute beenden. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder vom Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wenn euch diese Parts gefallen, so Exklusiv-Infos im PMD, dann gebt mal einen Daumen hoch oder schreibt es bitte in die Kommentare, sodass ich das sehen kann, sodass ich das fortsetzen kann. Oder ob ihr da sagt, nee, Zero, brauch's nicht, ich will lieber überrascht werden oder so. Deswegen, das könnt ihr entscheiden. Von da, Leute, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao, euer Zero.